Hallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnoops. Ist es schon wieder soweit? Ich weiß nicht. Schon wieder 24 Stunden um. Wahnsinn. Oder sogar 48 vielleicht, je nachdem wann dieses Video rauskommt. Ist schon wieder x Tage her. Mhm. Ist schon wieder die Unbekannte. Funny joke. Funny joke. Nicht zu nah am Mikrofon, das ist zu laut. Greif nicht zu viel aufs Mikrofon. Nicht zu nah am Mikrofon, greif nichts, nicht zu viel ins Mikrofon. Was darf ich machen? Das hat super funktioniert. Ja, das war du hast awesome. Gut gemacht. Das war richtig, das war richtig gut. Monty Mall! Come out, you motherfucker. Ich will nicht. Was machen die? Sind das die gleichen Dinger wie die blauen Arsch? Monty Mole? Mhm. Okay. Warum rennst du eigentlich, wenn du es so einsammeln kannst? I don't know. I really don't. Really? I did not. Hey, Mark. I did not. Hey, Mark. Hey. Ich finde, diese Geräusche, die aus der Remote kommen, so arg. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie arg sind sie? 5. Das ist aber nicht sehr arg. Ja, das ist eine. Hast du einen Vergleichslevel für den Orgheitslevel? Hallo, schau, pass auf, du hast einen normalen Level 1 bis 10, okay? Das ist von bis. Oh, weißt du? So, oh. Okay, andere Frage. Aber nicht, wo fangen die Org-Skala an? Nein, pass auf, lass mich ausreden, dann hätte ich dir die Frage beantworten können. Also von 1 bis 10, von bis. Oh, weißt du? Okay. Und dann fängt die Org-Skala an. Weißt du, weil 5 auf der Org-Skala wäre 50 auf der normalen Skala. Okay. Weißt du, weil dann die hast du. Dann kommt Org mit 10 oder was? Naja, pass auf, es ist einfach so, es wäre so, du hast ja von bis. Oh, weißt du, das ist dieses Org noch nicht ausgesprochen. Das ist 1 bis 10 quasi. Ja. So, und du kannst dann sagen Org 1, so auf die Art. Im Org, weißt du, sagst einfach so, Org 1, so auf die Art. Das heißt, es ist jetzt nicht so Org, aber es ist immer noch Org. Dabei kann ich dir noch folgen, ja? Du kannst mir folgen. Das heißt, es geht einfach weiter. Du hast dann pro Org-Level, pro, was weiß ich, jetzt 1 bis 5, 1 bis 10. Mhm. Das ist halt auch bei Org wirklich 10 dann noch, weil sonst macht es keinen Sinn. Was wollte ich sagen? Du kannst im Endeffekt dann diese schmalen diese Abstufungen machen. Okay. Indem du dann einfach den Leuten sagst, wie das jetzt ist. Weil ansonsten gibt es keinen Vergleichswert. Und man muss halt einfach auch wirklich sagen, hey, weißt du, was ich da sagen muss? Das ist viel zu arg, das ist gar nicht arg, das ist übertrieben arg. Und arg ist so ein Wort, das ist so vielseitig und wir verwenden es oft. Und deswegen müssen wir das so fein abstufen. Weil wenn wir es nicht fein abstufen, dann enden wir in Chaos und die Nazis übernehmen Deutschland. Waren das nicht die Alien-Nazis, Nazi-Piraten aus der Zukunft? Die Alien-Nazi-Piraten-Illuminaten. Genau. Ich weiß was, eine Sache, die ich schon sagen muss, ist, I know my math, ja? Ja. Und that sounds like bullshit, ja? Also basically. weil du es berechnet hast, oder was? Ja, ich habe nicht in meinem Kopf Folgendes getan, ich habe minimisiert. Oh, der Witz ist das so alt. Ja, aber ich das bringe ihn einfach noch einmal, ne? Weil wenn wir schon bei dem Witz sind, sind wir auch wieder bei der Person, die ihn gemacht hat und da ist Witze-Recycling ja drin, ne? Beiß die Lippen zu, haben mich getrunken. Nein, beiß ins Kissen. Das wäre schon eine Variation und das ist schon wieder zu viel, oder? Das ist keine Variation. Ja, das von dir war eine Variation. Du kannst nicht da variieren, oder? Du kannst nicht bestehende, mal funktionierende Witze variieren lassen. Das geht gar nicht, oder? Was bist du? Ich bin ein Künstler, oder was? Ich bin der Witz. Kreativ, oder was? Sind wir ein bisschen kreativ, der Geschissene, oder was? Ich glaube, das ist was Besseres als ich! Coco geht schon die Augen. Oh, du musst den Electrocuten. Er ist basically eine Kreissäge. Er ist basically ein Beyblade. Ja. Before it was cool. Nein, danach eigentlich. Ja, eher danach. Ja. Hattest du auch Beyblades? Ja. Wie viele? Ich hatte tatsächlich ungefähr, wie viele waren es? 3 oder 4.
Und da gab es so Knockoff-Beyblade-Dinger, die eigentlich nicht kompatibel mit den eigentlichen Beyblades waren. Die habe ich aber dann so modifiziert, die Einzelteile von denen, dass ich sie auf die Original-Beyblades aufbauen habe können. Und dann haben wir uns immer die Woodbalance-Liefers verursacht. Ne, ich hab mir damals von einem Schulkollegen sein Taschengeld, der hat nämlich immer anstatt 10 Euro in der Woche oder irgendwo, der hat auf jeden Fall doppelt so viel gekriegt wie alle anderen. Und der ist jede Woche immer mit einem zum Toys R Us gegangen, hat sich einen Beyblade gekauft und dem anderen und das Geld immer quasi nachbezahlt kriegt. Hat dann ein paar Mal 2 Euro gezahlt und was wird dann? Wir haben 10 Euro kostet das Ding. Ja, ja. Und dann habe ich meinen Beyblade gehabt, weil mein Papa, meine Mama gesagt hat, das ist ein Scheiß, gebe ich kein Geld aus. War auch richtig so, weil. Basically ein Kreisel. ich habe ihn verwendet und er war nach 2 Wochen kaputt. Ja, dafür waren sie aber auch gedacht. Ja, weil das kostet auch nur 10. Mal zum selben Level mit Risikokomet. Unser erster Risikokomet. Oh, was ist ein Risikokomet? One-Hit-Death. Na super. Witzig ist übrigens an der Stelle, wir haben es gerade vorher problemlos ohne ein einziges Mal gehittet zu werden geschafft. Bin gespannt, ob das noch einmal geht. Aber wie er gleich den Skill macht. Auf jeden Fall, ja. Da hat dann einer auch die Arena gehabt, weißt und. Wir haben unsere eigenen Arenen tatsächlich gebaut. Also gebaut, wir haben halt Schüsseln und so umfunktioniert. Die heute so große Popcorn, Plastikschüsseln und so. Was auch cool war, wir haben nicht nur Beyblade gespielt, sondern wir haben auch, weißt du, kennst du das, Fingerboard. Oh ja, Fingerboards haben wir auch gehabt. Das war so geil, weil da habe ich nämlich viel gehabt. Da hat mir mein Papa immer was irgendwas geschenkt. Ich habe da auch so immer so Kleinigkeiten gehabt, so kleine Rampen und sowas. Das war halt super, weil wir haben auch diese Rampen gehabt. Oh shit. Wir haben diese Rampen gehabt und die haben wir zusammengeklebt zu einem ganzen Park, weißt du? Und ich habe dann auch selber gebaut. Ich habe selber Balsaholz und sowas gebaut. Ja, was wir immer gemacht haben, also mein Cousin und ich damals, wir haben das halt gemeinsam, das Hobby mehr oder minder betrieben. Im ersten Bezirk gibt es so zwischen Schwedenplatz und Schottenring, eher so am Rand vom mittigen Teil, gibt es einen Shop, einen Skaterladen. Der hat nämlich oben im ersten Stock einen riesigen Fingerboard-Park aufgebaut gehabt. Ja. Also der wirklich nur für Fingerboards gedacht war. Boah, da gibt es jetzt diese ganzen Orgenleute, die. Der war richtig awesome. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde warten, bis er wieder. Ja. Was wollte ich sagen? Gibt es auch die ganzen Leute, die das mit dem Roller machen? Was zur Hölle? Ja, da gab es auch so komische Fingerroller, aber da war ich schon nicht mehr dabei und das interessiert mich auch wenig. Na, aber das Fingerboard und man war muss cool. Auch mal ganz ehrlich dazu sagen: Fingerboard ist auch ein strunzdeppertes Hobby, das man eigentlich nicht haben sollte. Eigentlich ja, es ist auch. Also, es ist noch doofer, geht ja wirklich. Viel kaum. Zu schnell, dass irgendwer sagen könnte: Boah, das war jetzt der und der. Das war super Skill. Und alle haben es gesagt. Weil ich bin immer hergegangen, hab diesen gemacht. Ja, das also, ich hab's immer vom Boden aufgehoben, also mit so viel Effekt, dass ich ihn quasi das Board auf meinen Finger von oben drauflegen gehabt habe. Und immer so: Mach jetzt einen Ollie darüber. Weißt? Ja, genau. Mein Bruder hat das Ganze ein bisschen besser können. Was heißt ein bisschen besser? Viel besser können. Der hat nämlich wirkliche Tricks auch machen können. Aber das Ganze war so schnell und so leicht, dass es unmöglich zu kontrollieren war. What the fuck, herrlich. Ja. Und das ist einfach, das war einfach so, so herrlich, weil ich habe dann immer so auch so Transversals gemacht von der einen Ramp in die andere und dann so Slide und voll cool. Wir sind so ganz langsam und ein Klassenkollege von mir hat überhaupt den Vogel abgeschossen. Ja. Er ist in die Schule gekommen, hat sein Board immer so in der Hand gehabt. Wow, Leon, ich habe den ursuper drin. Nimmt das Board hin. Und macht den Ur, weißt du, so BÄM, weißt du, und grindet so Ur-Org. Und er so, bist du deppert, wie machst du das? Gib mir dein Board, wieso soll ich denn mein Board geben? Also, er hat sich so die Finger geklebt. Was für ein Hass. Mit Superkleber. Nicht einen kleinen Punkt, dass du es wieder runternehmen kannst und es nichts passiert. Alter, den ganzen Finger mit Superkleber eingeschmiert, aufs Deck drauf. Das heißt, ja, ich kann den Cursor nicht ruhig halten. Weil das Beste war dann, ich hab dann geholfen. Das Coole war, er hat dann das Grip-Deck vom Board auf die Finger gehabt. Auf den, weißt du, auf Zeigefinger und Ringfinger. Alter. Der hat das nicht runtergekriegt.
Ich klicke mal, du kennst das eh vom Warhammer, das Spielen und Zusammenbauen. Ja. Den scheiß Superkleber von den Finger kriegen. Ja. Da musst du eigentlich die Haut ein bisschen runterkriegen. Ja. Jetzt nur mal, ansonsten geht es nicht. Es geht nicht runter, sonst. Das ist okay, einfach nur. Weil der hat von Anfang an überhaupt nichts können. Und der wollte auch irgendwann einmal. Einfach wollte auch mal cool sein, ne? Ja, genau. Und. Also, wow, urcooler Trick, weißt du? Wie machst du das? Zeig einmal. Lass mich das mal mit deinem Deck probieren. Aha, na. Mhm. Of course. What? Achso, oh, ich denke mal gerade, was machst du? Das ist aber gar nicht so einfach, das Level, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere. What the fuck, das ist. Du musst du alle sammeln? Mhm. Das ist ja echt. Ach, oh, passt, hab ich eh richtig gemacht, sehr gut. Und wie kriegst du den? Durchfallen oder was? Was? Nee, Easy Mode. Das nächste Mal bei Couchnups gibt's mehr Easy Mode. Easy Mode. Zum Beispiel mit angeklebten Boards auf den Fingern. Jumper. Jumper. Hallo. Wart noch, bis ich gespeichert habe. Ha!